In der Tat, die Vorwürfe gegen die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments sind sehr schwerwiegend. Und wir wissen, dass sie große Besorgnis auslösen mit dem Blick auf das Vertrauen, das die Menschen in unsere europäischen Institutionen haben. Wir brauchen die höchsten Standards und wir brauchen Unabhängigkeit und Integrität über diese höchsten Standards.